Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen nach langer Zeit zurück zu Digimon Cyber Sloth 2 Hacker's Memories. Wie ihr seht, habe ich einen Level 94er Belzemon Kerubimon gut, kann man so sagen, oder wie es hier heißt, Kerbimon Level 80 und Platinum Numemon am Schlüssel. Und das hier wird jetzt der phänomenale Abgang von dem guten alten Digimon auf der Gegnerseite. Und ihr werdet jetzt live dabei sein, wenn wir Belzemon in den Burst-Modus knallen. Oh ja. Ich hab's endlich geschafft, als er, der gute Belzemon, mit dem Ausdauer-Chip auf 2100 Leben war, habe ich auf Kämpfer umgeschaltet. Und naja, wie es aussieht, seht ihr gleich. Und zwar jetzt schon wieder, obwohl ich 100, wenn man den Ausdauer-Patch oder so, wie der auch noch immer heißt, wegnimmt, verliert man ja immer 100 Punkte, man bekommt 100 Punkte bei je nachdem dazu oder. Da seht ihr es. Oh, falsch. Hier. Ich habe schon wieder 2210 maximal TP. Und ich bräuchte nur 2100. Und ich habe gerade 2 UP Angriff bekommen und habe 301 Angriff bekommen. Und ich habe 222. Ja. Na, dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt mit euch mache. Allerdings, falls diese Folge irgendeinen Schaden kriegt, wegen der Capture Card, ich speichere dann oben. So. Habe ich beide zumindest so gespeichert. Jetzt habe ich Safe was, wo ich zurückgehen kann. Und ja. Jetzt können wir mal verschieben. Platinumemon, du gehst auf die Bank. Kerbimon gut, du gehst auf die Bank. Shakumon habe ich auch zurückdigitiert, weil, naja, Fikemon war für mich scheiße und ich wollte unbedingt, ich zeige es euch gerade, das letzte der Digimon hier noch freischalten, und zwar mit 130 Angriffspunkte, aber da muss jetzt noch ein bisschen warten. Und zwar hier, Shakumon. Jetzt haben wir hier noch Galantmon, EX oder NX. Ja. Jetzt digitieren wir mal. Unser guter Belzemon. Burst-Digitation. Oh ja. Belzemon Burst-Modus. Level Mega. Das nenne ich doch ein Vieh, Das nenne ich definitiv ein Vieh. Ach du heiliges Blechle. Erhöht Angriff und die Durchlaufsoption halten. Was zum Ge... das will ich austesten. Dann verschieben wir jetzt noch zwei Digimon. Breakdramon. Ja, ihr habt richtig gesehen. Und Darkdramon. Und... Oh. Hä, hä. Ah, ich hab sie beide. Gut. Wie? Darkdramon. Mit Bancholeomon. Das ist der geilere von beiden. Der kommt zum Schluss. Breakdramon. DNA-Diktation zwischen Slayer Dramon und Breakdramon. So. Examon oder so, genau. Und es ist ultimativ, das Ding. Ist nicht mal ein Burst Geschwindigkeit wahrscheinlich oder so. Und AWN, keine Ahnung. 5% sowie Kraft um 10%. Das wird übelst reinhauen. Pentragons Ruhm, Dracheneinschlag. Yo.
Ja, und jetzt haben wir zuerst mal das Problem, dass wir hier ein bisschen löschen müssen. Okay. Machen wir das mal so. X-Hour, Schellen, TP, aller kämpfen Digimon wieder. Ja gut, Kometenhammer weg. Dann Kometenhammer 2 weg. So. Entfernen. So, das nächste wird sein Darktramon. Ultimative Digitation. Im Burst-Modus kann man auch sagen. Mit Banshu Leomann. Oh yeah. Hat ein bisschen was von, wie hieß es nochmal? Da mehr kam auf jeden Fall im ersten Digimon Adventure vor. Aber es hieß Chaosmon hier. Zumindest das hier. Ist äußerst geil. Hat 274 Angriff. Instabile Singularität erhöht den verursachten, aber auch den erlittenen Schaden um 30%. Ist kacke, aber hey. Läuft bei uns, ne? So. Und auch hier dürfen wir jetzt wieder 7. Aha. Himmlischer Donner auf 1 kann ich nicht bauen. So. Jetzt mit unseren drei neuen Digimon im Gepäck gehen wir mal raus in die Wildnis oder so. Aber wir haben ein Problem. Und zwar folgendes. Wir können nicht einfach... Traurig aber wahr. Aber gucken wir uns das mal an. Er ist mit seinem geilen Motorrad am Schlüssel, ey. Hä? Hier nicht mehr? Okay. Okay. Und sonst können wir nicht... irgendwie... Oh, beschleunigen können wir. Ah. Immerhin. Gucken wir mal, wie viel das wir bekommen. Interessant, Chaosmon fast tot. Banjo-Klinge. Ach du Scheiße. Und wir haben ein Level 1 Monster, ne? Okay, Todeskranz. Junge, geh liegen. ...1611 Schaden. Jo, meine Freunde, wir sind ultimativ jetzt. Wir sind direkt auf Level 11 gestiegen. 120... OP für, also, mehr erhalten, 14 Angriff, 9 Verteidigung, 8 Initiative, Geschwindigkeit 12, 23, oh my goodness, das feiere ich ja. So. Wenn wir auf einem gewissen Level sind, werden wir natürlich jetzt in die Vollen gehen. Oh, verdammt. Ach du Scheiße. Ah.
Kurae. Einmal mal weggebamst. Können wir... Ohne Momenti. Nein, nicht so. Gehen wir mal Missionen abschließen damit. Au, das tut schon fast weh, ne? Hätte jetzt nicht gedacht, dass die so heftig sind. Und die sieben Zwerge, genau. Machen wir die kaputt. Nehmen wir Faye mit und Yuko. Was hast du mir bei stehst? So. Hier rüber. Jungs, ihr habt keine Chance. So, ihr seht keine Sonne. Ich glaube, zurzeit bin ich der heftigste Motherfucker hier im Game. Also, yo. Ich würde rennen. Wenn ich euch wäre. Ach Gott, dann noch gegen sowas anzutreten, ist ja echt lächerlich. Ich will mal die dunkle Präsenz austesten. Yo! Und ich hab den verpixelt, ey. Alle Gegner, Höllenzerstörer. Okay. Alle Gegner, Dracheneinschlag. Okay. Beide weg. Dafür, dass die Level 1 sind, definitiv heftig. So. Sie sind jetzt nicht mehr Level 1, aber Level 14 oder so. So. Hä? Oh, süß. Banjo-Klinge. 103, das nenne ich Zerstörung in allen Formen, Sorry. Pentagons Ruhm. Ach du Scheiße, geht liegen, ja. Ja gut. Hab ich gesagt. Wir sind overleveled. Das habe ich definitiv gesagt. Ein einziges Mal, glaube ich. Scheiße, Mann.
Zu spät. Ja. Schnauze. Ob wir das machen sollten mit unserem Level? Ich mag es zu bezweifeln, aber gut. Ich bin jetzt mal gespannt. Schaffen wir einen reinen Kampf auf so niedrigem Level gegen Metal Greymon? No. Verdammte Kacke, ey. Ah, und der greift mich jetzt an, ne? Nee, noch nicht. Gut, mit den beiden ist kein Problem. Aber Shine Greymon ist halt auch eine Hausnummer. Der greift jetzt sie an. Ich würde rennen. Aua. Oder ich sollte rennen. Macht das überhaupt was? Ah, danke fürs Heilen. Aber es ist eine beträchtliche Menge. Ja gut, das war tot. Eins weniger. Ich gehe auf Shine Greymon. Okay. Und jetzt Bantio-Klinge. Mal schauen, was du dagegen machen willst. Ach du Scheiße. Ja gut. Ja gut, ich muss das machen. Sterbe. Aber selbst das hat noch 300 gemacht, ja. Das war ein resisteter Hit beim Ultra Digimon. Metal Greymon, nicht davonlaufen. Damage mehr? Oh. Armer Junge. Und tschüss. Nicht. Sternenlicht. Explosion. Oh Mann. Daneben.
hier hin. Hier hin. Alter, jetzt würde ich rennen. Mit so vielen Booster kann ich dich Level 1 zermanschen. Ne? Und weil ich es kann, mache ich jetzt folgendes. Dunkle Präsenz, oder? Oder Bantu-Klinge. Heiliger Knöchel, nö. Dunkle Präsenz. Verschwinde. So, zuerst mal gibt es einen Pixel. Ja komm, hau drauf. Und jetzt. Pentagon's Wound, Dracheneinschlag. Was will ich machen? Dracheneinschlag. Das war's. No chance against me. Gleich wieder 4 Level dazu bekommen. Wir bekommen geerbt. Steht ein Angriff, der ihn kampfunfähig machen würde. Cool. Also, das hätte ich dieses Erdbeben raus. Oder gibt's sonst noch was? Meereswelle. Tschüss. An Level 1 Meereswelle, ne. Yeah. Also ich feiere das tierisch. Die Stärke. Was, wie viel ist es? Ah, ich mache Schneemädchen und die 7 Zwerge. Heute. Innenkonto werden massenhaft finde. Okay. Ein Fall von Kommissar Matayoshi. Ja, und sieht ganz so aus, als wäre jemand endlich durchgedreht. Wer denn? Du wirst schon sehen. Sieh dir dieses Foto an. Was ist das denn? Ha, wie dämlich die aussehen. Was sind denn die komischen Posen? Die sehen dämlich aus, aber zoomen wir doch mal heran und schauen genauer hin. Hä? In der ersten Reihe in der komischen Pose. Das bist doch du, oder? Sieht so aus wie ich, aber das kann nicht sein. So, das würde ich doch nie machen. So, so, dann ist wohl sogar ein Mitglied von Hoodie betroffen. Chidose hat uns da gerade bestätigt. Das ist ein groß angelegter Hacking-Aktion. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ist es denn zu fassen? Es sollte dir peinlich sein, als Hacker gehackt zu werden. Hey, warten Sie mal. Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass das wirklich passiert ist. Wo haben Sie denn das Bild her? Es war unter den Daten, die wir von einem Aiden-Nutzer konfisziert haben. Er hat mit Hilfe eines Videotools an seinem Avatar in Aiden heimlich gefilmt. Er behauptet jedoch, sich nicht zu erinnern, je etwas davon gesehen zu haben. Dem Zeitstempel nach wurde das aufgenommen, während er geschlafen hat. Wer sind denn die Leute, die da tanzen? Es sind alles Aiden-Nutzer. Ich habe einen nach dem anderen befragt, aber wie er kann sich niemand an etwas erinnern. Als ich weiter nachgefragt habe, stellte sich heraus, dass sie alle eingeschlafen sind, während sie mit Aiden verbunden waren. Wie kann man denn im Cyberspace einschlafen? Manche Leute aber auch. Ich schlafe manchmal ein, während ich mit Aiden verbunden bin. Könnte es sein, dass sie nur halb geschlafen haben und sich nicht mehr erinnern? Bei manchen ist das möglich, aber nicht allen. Und manche haben diese Gesundheitstracker getragen, die den Puls messen und so weiter. Diese Daten beweisen, dass sie zu der Zeit, in der sie angeblich diesen albernen Tanz abgeführt haben, fest geschlafen haben. Tracker-Daten, die Devices haben so etwas auch. Kurz gesagt, ist das ein größerer Hacking-Vorfall. Eine große Anzahl Aiden-Konten wurden gehackt. Der Täter hat die gestohlenen Avatare alle an einen Ort versammelt. Damit die Besitzer nichts merken, hat er die Avatare wohl spät nachts angesprochen und sich die geschnappt, die nicht geantwortet haben.
Aber was soll denn der peinliche Tanz? Moment, derjenige hat also eine Menge Kunden gehackt, hat es aber nur auf die komische Tanzveranstaltung abgesehen? Dann brauchen sich die Opfer ja wohl keine weiteren Sorgen machen. Das müssen sie wohl. Ich mache mir sogar ziemliche Sorgen. Der lässt mich wie ein Trottel dastehen. Noch ist niemand etwas passiert, aber das kann sich auch noch ändern. Die Avatare in Eden sehen genauso aus wie diese Personen in der echten Welt. Die Avatare verknüpft sind, können sie alles tun, was auch die reale Person tun kann. Geld abheben, einkaufen, sie haben alle Rechte und könnten sogar Verbrechen begehen. Sie können Leute imitieren und tun, was sie wollen. Genau, und wenn ein Konto geklaut wird, während der Avatar gekapert wurde, kann man nicht mehr nachvollziehen, wer das war. Wer ein Avatar so problemlos übernehmen kann, schafft es auch ohne weiteres, das eigentliche Konto des Opfers zu stehlen. Genau. Diese Konten wurden zwar mit ausgefallenen Techniken gehackt, aber es gibt keine Anzeichen von ernsthaftem Missbrauch. Bisher wurden Leute nur dazu gebracht, einen dummen Tanz aufzuführen. Der Täter ist wohl ein Scherzkeks. Das glaube ich nicht. Ich fürchte, dass derjenige womöglich etwas Schlimmes im Schilde führt. Dieser kleine Trick sind vermutlich nur ein Versuchslauf. Großer Denker, ich habe mir, dass etwa 100 Konten gekapert wurden, aber das ist sicherlich erst der Anfang. Die Dunkelziffer könnte 10 oder sogar 100 mal höher liegen. Stellt euch vor, wenn jemand 10.000 Avatare nach Belieben befehligen könnte. Das ist dann der schlimmstmögliche Fall. Ja, das wäre Cyberterrorismus ungeahnten Ausmaßes. In Anbetracht dessen, wie sorgfältig der Täter bisher alles vorbereitet hat, müssen wir das in Erwägung ziehen. Das muss jetzt aufhören. Ich würde den Täter gerne ausfindig machen, ohne dass jemand Wind von der Sache kriegt. Danke für Ihr Verständnis. Wenn sich das herumspricht, dass einer von uns gehackt wurde, wäre Rudis Ruf dahin. Deshalb möchte er das diskret lösen und deshalb ist er zu uns gekommen. Sauber hingekriegt, Chitosee. Es tut mir ja leid. So ist es, also setzen wir der Sache ein Ende. Das liegt in eurem Interesse und wenn ihr etwas herausfindet. Bis dann. Oh Mann, Chitosee, wie kannst du gehackt werden? Wenigstens haben wir dank Chitosee einen Hinweis. Fangen wir mit diesen Bildern. Ach komm schon, hör auf, dir das anzuschauen. Überlass mir das, ich befasse mich mal mit dem seltsamen Tanz. Ich extrahiere Posen in 3D aus dem Bild und suche danach, dass es mehrere Bilder gibt. Da es mehrere Bilder gibt, kann ich auch Posen für eine Videosuche kompilieren. Was haltet ihr davon? Lass mal sehen. Was ist das? Könnte ein Fantanz sein. Ein Fantanz? Ein Tanz, den Popmusikfans auf Konzerten legen? Ich weiß, um welchen Tanz es sich handelt. Die Bewegungen in dem Video sind mit den Bildern fast identisch. Oh nee. Das Video muss bei einer Live-Aufführung aufgenommen worden sein. Das Publikum scheint vor einer Bühne zu tanzen. Das ist ja furchtbar. Die sind nicht synchron und haben keinerlei Rhythmusgefühl. Da redet der Richtige. Dein Versuch in Eden war ja auch nicht gerade besser. Ach ja, das hatte ich vergessen. Oh Mann. Erika, weißt du, wer das singt? Kumi Minim. Maya Sagia behauptet 17 Jahre alt zu sein, in Wahrheit 31, Berufssängerin. Was soll das mit dem Alter? Das ist ja nur... Viele Sänger lügen beim Thema Alter. Wobei als Beruf vermutlich dastehen sollte, selbst erklärte Sängerin. Aber sie tritt jede Woche im Punzuka Club in Nakano auf und nimmt den Auftritt auf. Er ist offenbar jedes Mal gut besucht. Punzuka ist es, der in der Ecke im zweiten Stock. Normalerweise ist es ein Maid-Café. Sie haben alle Tonanlagen und eine provisorische Bühne reingestellt. Es gibt nur 7 Plätze. Gut Besuch bedeutet also 7 Leute. Sieht außerdem aus, als wären es jedes Mal die gleichen 7 Kunden. Weiß nicht, ob das heißt, dass sie gut oder schlecht ist. Sie hat wohl gerade einen großen Auftritt mit einem neuen Song hingelegt. Und was bringt dir das? Eine ganze Menge. Der Song hat in seiner ersten Woche die Top 3 der Verkaufscharts erreicht. Im Ernst jetzt? Sieht aber aus, als hätte eine Person 10.000 Exemplare gekauft. Du hast die Verkaufsseite schon gehackt, wie? Nein, aber jemand prahlt damit im Forum von Punzuka, habe es gerade gelesen. 1 der 7 bei Live-Auftritt? Genau.
Der Rest der Heiligen Sieben hat jeweils 100 Exemplare gekauft, aber einer hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Die Heiligen Sieben? Wer soll das sein? So nennen die sieben Leute bei den Auftritten sich selbst. Langsam berühmt mir vor der ganzen Sache der Schädel. Was ist denn mit der Sängerin selbst? Wie ist die so drauf? Warte mal, ich schaue mal in den sozialen Netzwerken nach. Oha, ganz schön viele Selfies und Gedichte. Die hält sich offenbar für einen Star. Sich wenigstens. Sie scheint nicht bemerkt zu haben, dass sie nur 7 Fans hat. Das wäre ja nicht das erste Mal. Das ist aber noch nicht alles. Schaut euch mal diese Ankündigung an. Kumi Minimaya Sagia gibt ein riesiges Konzert in Eden. Es sollen bis zu 10.000 Karten verkauft werden. Wenn das klappt, wird es ihr Abschied. 10.000 wird sie ohne weiteres verkaufen, darum werden die Heiligen Sieben sich kümmern. Da hast du recht, es ist schon ausverkauft. Einer hat wohl alle 10.000 Karten aufgekauft. Die anderen 6 meckern deswegen im Forum. Sie sind sehr traurig, weil sie keine kriegen konnten. Nein, beschwert sich sogar in über 20.000 Worten. Oh Mann. Mehr wissen wir bisher nicht. Wenn das ein Krimi wäre, würde ihr. Ich habe euch alle Hinweise aufgezeigt. Habt ihr die Wahrheit schon ergründet? Irgendwie so. Aber leider reicht uns das noch nicht. Wenigstens müssen wir nicht auch noch das Motiv erschließen. Das hätte wohl derjenige, der die ganzen Karten aufgekauft hat. Stimmt das, Sherlock? Sherlock, redest du mit mir? Erklär das mal so, dass selbst ich es kapiere. Sein Ziel könnte sein, seiner liebten Kumi eine Schar höriger Fans zu verschaffen. Du meinst künstlich ein großes Publikum für ihr Konzert in Eden zu erzeugen? Die Karten aufkaufen ist einfach, dazu ist nur Geld nötig, aber die Plätze waren ja dennoch leer. Und wenn sie das sieht, wird sie endlich einsehen müssen, dass sie doch kein Star ist. Aber wenn er diese 10.000 Plätze füllen kann, erkennt sie das nicht und kriegt dadurch vielleicht sogar noch gute Presse. Über so ein riesigen Konzert reden die Leute mit Sicherheit. Das ist also die einzige Lösung für ihn. Mehrere Konten stehlen und sie zu Fans machen. Aber wie kann er dafür sorgen, dass alle während des Konzerts bei Eden eingeloggt sind? Indem er die Konten übernimmt. Er kann sich als Freund ausgeben und Leute bitten, ihn in Eden zu treffen oder so. Das gibt es viele Möglichkeiten. Aber dann würden sie alle herausfinden, dass jemand ihre Konten benutzt hat, während sie geschlafen haben. Das ist egal, es wäre ja das letzte Mal, dass er die Konten hackt. Selbst wenn die Leute es merken und sogar die Polizei rufen, würden sie ihn ja frühestens am nächsten Tag erwischen. Ich denke, er hat bisher immer nachts agiert, damit er nicht vor dem Konzert erwischt wird. Es ist sicher nicht einfach, 10.000 Leute gleichzeitig zum Tanz zu kriegen, deshalb übt er da wahrscheinlich. Aber unmöglich ist es nicht, schließlich sollen sie ja alle die gleichen Bewegungen ausführen. Probieren wir es mal aus. Shitose, kannst du dich bei Eden... Moment, ich muss Shitoses Avatar analysieren. Die nutzt er für seinen Zugriff. Echt? Lösche sie. Das kann ich nicht. Wenn ich die Hintertür lösche, bevor wir ihn Ding festgemacht haben, weiß er, dass er aufgeflogen ist. Das passt mir trotzdem nicht. So, ich habe mich über Shitoses Konto mit seinem Avatar verbunden. Du kannst ihn von diesem Terminal aus steuern. Probier es mal, Sunny. Was? Hoppla, mein Körper bewegt sich von alleine. Oh Mann. Aua, hey, pass auf, nicht so grob. Lass das, ich gebe dir genau eine Sekunde, um damit abzuhören, bevor er es etwas setzt. Und so macht er das. Du kannst dich jetzt ausloggen, Shitose. Jetzt, wo ich das selbst erlebt habe, ist mir der Ernst der Lage klar. Gut, ich erstatte Matayoshi-Bericht. Bei dich, wir haben nicht viel Zeit. Und du, Sunny, das vergesse ich nicht, das zahle ich dir heim. Ja, genau. Oh, können wir aufhören zu reden? Ich habe gerade von Matayoshi gehört. Weil niemand echten Schaden erlitten hat, kann es sein, dass der Fall nicht weiter nachgegangen wird. Wie? Das sieht dem ja gar nicht ähnlich. Er meinte auch, dass wir vergessen sollen oder sollten jemals etwas von diesem Vorfall gehört zu haben. Die Sicherheitsfutures aller Konten werden morgen Mittag ganz geheim aktualisiert. Und damit ist die Sache abgehakt. Einfach so? Wie ich Matayoshi kenne, hat der Kamishiro vermutlich unter Druck gesetzt.
Kamishiro könnte er die Sicherheit von ihnen gefährdet war. Ist ja für Matayoshi alles schön und gut, aber was ist mit meinem verletzten Stolz als Hacker? Das musst du dieses Mal wohl durch. Muss unter den Umständen kann ihr Konzert doch auf keinen Fall stattfinden. Das glaube ich nicht. Soweit ich sehe, heißt es, dass es wie geplant durchgeführt wird. Heute Abend in der frühen Demons Halle. Aber wie das? Was denken die sich bei Kamishiro denn? Lassen die alles einfach so durchgehen? Vielleicht hat Kamishiro insgesamt eine Abmachung mit den Tätern getroffen, dass das Ganze stattfinden darf, solange nichts Kriminelles passiert. Wir könnten sie das tun. Kontendiebstahl darf nie ungestraft bleiben, der Grund ist legal. Sunny, dir wurde doch mal das Konto geklaut. Du verstehst doch bestimmt, wie es mir geht. Genau, Sunny. Für Hoodie ist der Fall jedenfalls beendet. Es hieß, wir sollen vergessen, was davon gehört zu haben. Ryuichi. Das heißt, dass weder Matayoshi noch Kamishiro bestimmen können, was wir als nächstes tun. Es ist fast Zeit für das Konzert, das müssen wir wohl mal hereinplatzen. Wir treffen uns heute Abend an der Demon's Hölle. Okay. Wie Sie können. Ich rede mir hier den Mund vorsichtig. Komme ich gerade noch rechtzeitig. Okay. Darf ich kurz mal speichern? Weil ich möchte den ganzen Schmarrn nicht normal machen. Jetzt let's do this. Jetzt bin ich gespannt. Falscher Ort. Aber wie das einfach aussieht. Mir aus den Augen, ja. Das wollt ihr nicht sehen. Oh Mann. Kumi, wir lieben dich. Die sehen alle begeistert aus. Aber wir wissen ja, dass es nur eine Illusion ist. Vergesst mal das Publikum, die Kumi ist gar nicht übel. Ja, mir gefällt das. Jetzt aber, wofür hältst du mich? Wir haben keine Zeit zum Herumalbern, suchen wir nach dem Drahtzieher. Aber wie denn? Hier sind so viele Leute und alle tanzen gleich. Aber der Drahtzieher wird ja nicht gesteuert. Wir suchen also die eine Person, die sich nicht bewegt, wie alle anderen. Die Person, die aus dem Schema fällt, sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich habe ihn gefunden, er ist gerade im zweiten Stock durch die Reihen gelaufen. Schnappt euch! Okay. Das muss er sein. Nähert euch langsam und umzingelt ihn. Ich weiß ja, dass ich ursprünglich auch gegen dieses Konzert war, aber wir müssen. Aber müssen wir das wirklich unterbrechen? Das Märchen wie wird, oder? Ob nun absichtlich oder nicht, er hat ein Mitglied von Hoodie angegriffen. Stammen wir in uns. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Stell dich jetzt nicht dumm. Du wirst dafür bezahlen, dass du meinen Avatar gekauft hast. Digga. Kennst du meine Digimon, mein Freund? Ist mir egal, ob du Kuwakamon, Stingmon und Exmon oder wie das Ding heißt. Oder wie hieß das? Koredramon. Junge, dafür wirst du mehr als bluten, mein Freund. Geh mir aus den Augen. Stirb. So, nächster bitte. So. Wer von euch will? Stingmon. Du stirbst. Weg. Pentagons Ruhm. Oh nein, Schlag. Ja, ist klar. Pentagon. Oh Mann. Du kannst gleich zweimal. Interessant. Und das war alles.
Banjo-Klinge. Barrecke. So. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich versuche hier das Konzert zu genießen. Jetzt tu nicht so und komm mit. Auf gar keinen Fall. Und da läuft er, der ist schnell. Ihm nach, Sunny. Hey, stehen bleiben. Chitose. Überlass das Sunny und Ryuichi. Wir bleiben hier und der kleinen Kumi alles. Wie bitte? Im Cyberspace kann uns niemand entkommen. Und wenn mein Bruder recht hat, dann wissen Kamishiro und Matayoshi genau, wer er ist. Das hast du wohl recht. Aber bist du sicher, dass wir Kumi was sagen sollen? Wie weit wird sie schockieren? Sollen wir vielleicht sagen, dass ein Fan ihr einen groß angelegten Streich gespielt hat? So müssen wir ihnen ja nichts sagen. Cool, probieren wir das. Oh Gott, jetzt müssen wir den hier noch suchen. Stehen bleiben, uns entkommst du nicht. Mich kriegt ihr nie, Moha. Willst du mich verarschen? Das ist zu schnell, er muss die Werte seines Avatars gemacht haben. Ich hasse die Position des. Ich habe 7 Tracking-Programme am Laufen, die jede Bewegung überwachen. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Das war ein Mitglied von Zexen. Ich habe ihn ein paar Mal im Forum gesehen. Also ein Elite-Hacker. Ich kenne das Gesicht, weiß aber sonst nichts über ihn. Ist sicher kein großer Fisch. Deshalb verstehe ich ja nicht, wie er so einen großen angelegten Hack geschafft hat. Vermutlich agiert er nicht alleine. Du bist spät dran, ist er da vorne? Ja, er ist auf dem Weg nach Ebene 3 in Unterkohlen. Verstehe, folge ihm weiter. Alles klar. Du hast es gehört, er ist da vorne, teilen wir uns auf und suchen ihn. Okay. Okay. Machen wir das so. Können wir... Jo. Können wir. Jetzt wird's lustig. Ja, wo geht das lang? Hier. Ah, hier. Puh, ich habe sie abgehängt. Aber wir haben die mich gefunden. Und wie halte ich das vor? Komisch geheim. Darüber brauchst du dir jetzt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Was? Was machst du hier? Haben die Typen für dich gearbeitet? Hast du wirklich gedacht, du kannst mir entkommen? Ach, das passiert, wenn man Demons ihre Codes klaut. Und jetzt bist du für deine Verbrechen in der echten Welt. Du hast ihn also verfolgt. Das hat mit dir nichts zu tun. Sei einfach ruhig und schau zu. Meine Werte. Entspann dich, ich habe nur sein Konto vernichtet. Ich habe ihn nicht umgebracht. Wenn du hier bist, dann können die Polypen und Kamishiro auch nicht weit sein. Ich habe meine Ziel jedenfalls erreicht, Zeit zu gehen. Oh Mann. Er hat also die Hintertür-Codes für Konten benutzt, die Demons gesammelt hatten, um diese Leute zu hacken. So sieht es aus. Er ist von Zexen zu den Demons gewechselt. Dank seiner Position konnte er auf die Daten der Gruppe zugreifen. K hat vermutlich sein Konto zerstört, um allen klarzumachen, dass er jetzt aufräumt. Dennoch Hintertür-Codes zu über 10.000 Konten. Wenn er damit etwas Niederträchtiges angefangen hätte, wären die Folgen fatal gewesen, aber der Idiot hat alles wegen eines Konzerts preisgegeben.
Das Sicherheitsupdate geht in 10 Minuten live und niemand hat eine Ahnung, dass es geschieht. Ihr sollt euch freuen, diese Hintertür wird niemand mehr missbrauchen können. Mit Ausnahme des Dummkopfes, dessen Konto zerstört wurde, gewinnen dabei alle. Darauf kommt es an. Die geheime Abmachung war natürlich nur ein Vorwand. Wir mussten herausfinden, wo die Codes herkamen. Das Innen-Update hat wohl begonnen. Damit ist wieder ein Fall abgeschlossen. Aber Kumi, tut mir leid. Ihr Konzert wurde abgebrochen und sie hat einen Fan verloren. Kein volles Haus mehr. Kumi, Minamiyasakya, das ist die, tritt im Punzuka Club auf. Und offenbar wird das live gestreamt. Oh Mann. Wie, das sind 7 Leute? Das kann nicht sein, 1, 2, 3, du hast recht, es sind 7. Der hinten kommt mir bekannt vor. Oh Gott, Chitosee. Ist das Chitosee? Nee, tut nur so. Oh Mann. Der Typ, also die Gute hat jetzt einen neuen Fan. Und zwar Chitosee. Oh Mann. Muss ich nicht verstehen. Und als nächstes kommt Liebe macht blind. Aber erst im nächsten Part. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren. Wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich schon auf nächstes Mal, meine Freunde. Ich gehe hier mal zurück. Und zwar in den Digilab. Und lass... hier das andere, also die anderen Leute meine Sachen machen hier. Da, Petermon. Platinumemon, komm. Das hier rein. Ja, und die dürfen noch sonst irgendwie ein bisschen upgraden. Venomiotismon und so. Sharkomon braucht noch ein bisschen. Vor allem Ding mache ich es wegen Sharkomon. Und ich glaube, ich kann nicht alles. Schade, schade. Ja, aber wisst ihr was? Verschieben. Digibank. Mastemon. Was? Warum das jetzt? Ich habe die doch nur rüber geswitcht. So, bei 75 werde ich die rüber switchen, ne? Außer natürlich Sharkomon, der wird noch mal in 19 Leveln abgegradet. Also gesagt, muss noch mal digitieren lassen. Der Typ in 2 Leveln. Merukimon ebenfalls. Ja, läuft auf jeden Fall bei uns. Belzemon, die Kommunale auch noch dran. Ist gerade tierisch. Ich hoffe, ihr auch, meine Freunde. Und seid im nächsten Part.